Ich war vor einem Jahr schon mal auf einem Seminar von Dr. Joe und ja, hatte jetzt vor 2,5 Wochen einen Unfall. Bin von der Leiter gefallen und da habe ich mir den Arm gebrochen. Ich habe mir 4 Rippen gebrochen und die Milz ist gerissen und hat ganz massiv eingeblutet. Da hieß es erstmal, ja, wir müssen wahrscheinlich die Milz rausoperieren, weil die Blutung so massiv ist, dass, ja, dass die Gefahr einfach des Verblutens zu groß ist. Und ja, und mein Gefühl war, nein, das ist okay. Ich war im Krankenhaus und lag da und habe dann gedacht, oh shit, das Seminar ist in 2,5 Wochen und ich wollte doch da unbedingt hin, in knapp 2 Wochen, gut 2 Wochen. Und das war der erste Gedanke. Und dann habe ich gedacht, ah, das Seminar ist jetzt genau richtig. Und habe mir, sobald es ging, die Meditation mitbringen lassen und habe dann das, was ich nicht regelmäßig gemacht habe, in der Zeit im Krankenhaus jeden Tag meditiert. Manchmal sogar zweimal. Und innerhalb von kürzester Zeit konnte ich sämtliche Schmerzmedikamente weglassen und es ging mir unheimlich gut. Ich war extrem fit. Ich bin nach 2 Wochen nach Hause gegangen. Die Ärzte waren zwar überhaupt nicht begeistert davon und waren extrem verwundert auch, dass ich mich so gut bewegen konnte. Und ja, ich habe meine Koffer gepackt und bin am nächsten Tag mit dem Zug hier nach München gefahren. Und ja, seit Mittwoch ist es überhaupt kein Problem, mich zu bewegen. Ich liege auf dem Boden ohne Probleme. Ich stehe auf, wo ich vorher gedacht habe, ob das gut geht. Und ich kann tanzen, ich kann springen, ich brauche keine Schmerzmittel, es geht mir unheimlich gut und ja, das ist wohl extrem selten, dass das so schnell geht. Häufig dauert das wirklich Wochen, bis da die Schmerzen weg sind. Und die Atemübungen ist natürlich optimal gewesen, sowohl jetzt für die Lunge, für die Krankheit, als auch für die Meditation.